Herzlich willkommen und guten Abend hier zum Höhepunkt des heutigen Fachtags zur Podiumsdiskussion, die im Fishbowl-Format durchgeführt wird. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Dr. Michael Kaden vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Herrn Dr. Rinas vom Landesjugendamt Brandenburg, Bernd Mohnes als Geschäftsführer des Landesjugendrings Brandenburg, Wiebke Mathesius, Referentin beim Paritätischen Brandenburg und Ursula Lohmann-Nentwich, Koordinatorin beim Kreis Jugendring Oberhavel. Schön, dass Sie da sind. Fishbowl bedeutet, wir, die Fische, sitzen in der Mitte und es sind noch zwei Stühle nicht besetzt, über die wir reden müssen. Diese beiden Stühle werden gleich hoffentlich von Menschen besetzt werden, die heute Nachmittag im Fachaustausch über die medienpädagogische Arbeit im Land Brandenburg gestanden haben, also sich sehr darüber ausgetauscht haben, wie es ist, was es für Hindernisse, Schwierigkeiten, aber auch für Stärken und gute Rahmenbedingungen gibt, die diskutiert haben, welche Weichen heute gestellt werden müssen für die Zukunft. Und wir haben nicht vorher festgelegt, wer das ist. Das Fishbowl beinhaltet, dass das sozusagen offene Positionen sind. Das heißt, die beiden Stühle können besetzt werden von Menschen, die sagen, ich möchte jetzt an die hier sitzenden Referenten, die wir eben vorgestellt haben, eine Frage stellen oder ich möchte diskutieren oder ich möchte vielleicht auch eine Kritik üben, vielleicht irgendetwas aus dem Fachaustausch heute am Tage hier einbringen und nochmal besprechen. Dann bitte kommt jemand aus der zweiten Reihe, setzt sich hier hinein, nimmt sich ein Mikrofon, stellt sich und seine Person noch einmal kurz vor und richtet dann die Frage oder das Wort an einen oder mehrere der geladenen Gäste, die dann antworten. Wenn er oder sie denkt, meine Frage ist gut beantwortet, ich bin ganz zufrieden, ich mache Platz für die nächste Frage oder den nächsten Fragenden, dann geht er oder sie wieder raus. Das bietet sozusagen den Vorteil und den Charme, dass mehrere Menschen hier noch reinkommen können in das Podiumsgespräch. Das heißt, es ist sozusagen nicht so richtig wie ein geschlossenes Podium, in dem nur die Moderation moderiert, sondern es können halt Fragen von außen reinkommen. Genau, so, die Plätze sind jetzt hier markiert. Also das soll heißen, da wo ein grüner Kreis drunter liegt, das sind die Freien. Und Sie fünf sollten sitzen bleiben. Also Sie möchten wir ja gern behalten. Sie sozusagen, für Sie gilt das Fishbowl, ich kann den Raum verlassen, wenn ich genug gesagt habe, nicht. Weil Sie möchten wir gerne als diejenigen, die Entscheidungsträgerinnen für die Zukunft sind oder ganz dicht an denen dran arbeiten in ihrem Ständigen, Sie möchten wir gerne als kompetente Ansprechpartner für die Herausforderungen der Zukunft hier haben und festhalten. So ist es gedacht. Und ich würde jetzt schon mal fragen, ob jemand aus der zweiten Reihe hier sich noch direkt reinsetzen möchte, vielleicht auch schon mal reinsetzen möchte und noch gar keine Frage hat. Nicht direkt? Dann würde ich ja direkt mal mit einer Frage anfangen, die gar nichts mit dem Fachaustausch unbedingt zu tun hat, aber mit dem Fachtag heute früh. Wir haben den Vortrag von Frau Bockermann gehört und sie wurde auf die drei Kernthesen angesprochen. Eine der ersten, die sie gesagt hat, war, sie hält es für zweifelhaft, ob Schule und schulische Bildung überhaupt die Aufgaben leisten kann, die in der Medienpädagogik jetzt dran wären. Heißt, die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und die von Erwachsenen driften so sehr auseinander. Und die begleitenden Erwachsenen, eben vor allem Lehrerinnen und Lehrer in und an Schule, entfernen sich eben noch ein bisschen mehr davon und sind dann eben auch nicht mehr in der Lage, zumindest so, wie Schule heute ist, diesem medienpädagogisch zu begegnen, zukunftsfähig, zukunftswürdig. Das war sozusagen so eine provokante Kernthese und sie hat gesagt, also wir müssen irgendwie versuchen, auf allen Ebenen das zu stärken und überhaupt erstmal generell mehr Verständnis für Medienkompetenz, Medienbildung, Medienpädagogik zu verankern. Das ist auch eine wichtige Kernforderung vom Praxisaustausch heute gewesen, dass man das generell erstmal als Querschnittsthema insgesamt heben sollte. Und das würde ich jetzt gerne erstmal kreisen lassen. Also provokante Frage, kann Schule die Aufgaben überhaupt leisten?
Und wenn ja, wie? Und wenn nein, auch wie? Oder was müssen wir sonst noch machen, um Schule zu stärken, beziehungsweise andere Bildungsorte zu stärken? Vielleicht an alle. Wer möchte zuerst? Ich kann ja mal anfangen. Ich komme ja aus der Jugendhilfe und finde es immer ein bisschen schwierig, dann über Schule zu reden und zu sagen, Schule müsste, Schule könnte, Schule sollte oder Schule kann nicht. Habe durchaus Erfahrungen als Mutter an Schule, aber denke, der ganzheitliche Ansatz ist schon der richtige. Und ich glaube, ein ganz großes Thema sind die Eltern, weil Eltern einfach noch am dichtesten an ihren Kindern dran sind oder auch dran sein sollten. Und ich glaube, die Bildung, das Training, die Kompetenz von Eltern ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch an der Schnittstelle, sowohl zu der Kinder- und Jugendhilfe als auch an der Schnittstelle zur Schule, sind die Eltern ein Faktor, wo wir ganz genau hingucken sollten und die auch eine Ressource bilden. Die eine Ressource bilden auch als Weltenvermittlerin und Weltenvermittler und eine Ressource im Sinne der Bildung. Und letztendlich Erziehung und Bildung ist letztendlich auch immer ein Auftrag im Elternhaus, in der Familie. Und Schule und Kinder- und Jugendhilfe kann unterstützen. Und ich denke, hier nochmal zu schauen, wie kann es gemeinsam gehen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht so die Zukunftsperspektive. Also dann würde ich insofern ein bisschen dagegen sprechen, dass ich im Bereich der Medien, der Entwicklung des ganzen Bereiches, sich was vollzogen hat, wo weder Eltern noch Lehrer noch sonst wie Erwachsene erstmal aus einem normalen Bildungsgesichtspunkt heraus etwas den Kindern und Jugendlichen geben können. Weil ich glaube, dass sich zeigt, dass zum ersten Mal Wissen nicht von der Erwachsenengeneration auf die Schüler- und Jugendgeneration weitergegeben wird, sondern genau umgekehrt. Ich glaube, dass da so ein Paradigmenwechsel auch stattgefunden hat. Jugendliche, Kinder bringen ihren Eltern was bei. Und ich glaube, dass wir es in der ganzen Bildungsdebatte, was diesen Punkt betrifft, da eher darüber nachdenken müssen, wie können wir die Erwachsenen stärken und unterstützen, damit sie in der Lage sind, ihre Kinder und Jugendlichen auch zu verstehen. Da liegt, glaube ich, ziemlich viel noch im Argen. Das wäre dann die andere Form von Inklusion, also dass die Lehrkräfte sozusagen auch in den inneren Kreis im Klassenraum mit reingenommen werden. Also, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, da stimme ich zu. Also was dass die Wissensaneignung betrifft oder die Austauschbeziehung. Ich glaube schon, dass erwachsene, junge Menschen ein bestimmtes Erfahrungswissen voraus haben und das auch mitgeben können. Es ist eine Frage der Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man sich austauscht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt sich komplett geändert hätte und die Vorzeichen sozusagen sich umgekehrt hätten. Aber gerade wenn Sie sagen Erfahrungswissen, da haben viele Lehrer, viele Eltern überhaupt kein großes Erfahrungswissen, was sie weitergeben können. Da haben die Jugendlichen eine viel größere Erfahrung, wie sie mit Technik umgehen, wie sie das auch nutzen für sich in ihrem Leben und das auch einbauen. Und ich glaube, die Auseinanderentwicklung dieser Lebenswelten, die ist schon ziemlich enorm. Aber wenn wir über Medienbildung reden, haben wir, denke ich, einen Konsens, dass es nicht nur die technische Medienkompetenz ist, sondern dass es eine ganzheitliche Medienkompetenz ist. Und gerade was kritische Kompetenzen betrifft, die sind schon sehr stark eben auch mit Erfahrungswissen zu tun, also mit Empathie, mit verschiedenen Perspektiven, die man im Laufe seines Lebens eingenommen hat, etc. pp. Gleichermaßen braucht man auch insgesamt bei interkulturellen Kommunikationsprozessen, und das sind ja im medienkulturellen Sinne auch interkulturelle Kommunikationsprozesse, die da ablaufen oder eben auch nicht ablaufen, braucht man auch sowas wie Empathie. Das heißt, auch die Jüngeren müssen durchaus ein Stück weit über ihren Schatten springen und das zulassen, dass es Menschen gibt auf diesem Planeten, die in einer Zeit aufgewachsen sind, als es noch kein Internet gab und als andere Medien Leitmedien waren und gute Dinge auch hervorgebracht haben, dass nichts statisch ist und alles sich weiterentwickelt, klar. Aber da muss man sich dann auch gegenseitig gegenüber Toleranz beweisen
und mit offenen Sinnen auf die anderen eingehen. Ich denke, das ist eher eine soziale Kompetenz, aber sie gehört auch sehr stark zur Medienkompetenz mit dazu. In der Jugendarbeit läuft das ja schon lange. Also ich glaube, es ist eher das Problem, dass es in Schule nicht läuft, weil wir da den Lehrer haben, der den Kindern was beibringt und er wahrscheinlich sein Zepter nicht so leicht aus der Hand geben möchte und sagen wir, okay, jetzt macht ihr das mal, ihr wisst Bescheid, setzt euch mal hin, wir tauschen mal die Rollen. In der Jugendarbeit läuft das, da sitzt man am Tisch und die Jugendlichen zeigen den Sozialarbeitern, wie das funktioniert mit dem Ganzen und machen das gemeinsam, ja, und reden dann auch eben über Probleme, Gefahren, wie auch immer. Ich glaube, das ist also wirklich nochmal speziell in der Schule eine große Herausforderung. Ja, ich glaube, das stimmt. Aber dieser Rollenwandel, der vollzieht sich jetzt auch, denke ich, stückweise. Das geht nicht vielleicht so schnell, wie man sich das wünscht, aber da ändert sich schon was. Also wir haben auch seitens des Ministeriums versucht, indem wir zum Beispiel eine Ausstattungsförderung mit einem Prozess verbunden haben, Medienentwicklungsplanung an den weiterführenden Schulen, da auch gezielt Impulse einzufordern, damit da Veränderungen sich vollziehen. Und am Anfang dieses Prozesses der Medienentwicklungsplanung steht so eine Art Anamnese, also auch eine kritische Reflexion des Mediennutzungsverhaltens der Schülerinnen und Schüler, wie auch der Lehrkräfte, dass man da auch darüber miteinander in Dialog, ins Gespräch kommt und dann gemeinsam mit den anderen Interessenvertreter in Schule, mit den Eltern, mit dem Lehrerrat, mit dem Schulträger, alle, die dazugehören, eben auch realistische gemeinsame Ziele verabredet und die dann auch gemeinsam umsetzt. Und alle weiterführenden Schulen im Land haben jetzt so einen Medienentwicklungsplan und ein Konzept der Medienbildung. Ob das immer eins zu eins umgesetzt wird, mag dahingestellt sein, aber man kann es auch von außen einfordern. Also ich denke, das ist auch dann eine Frage der Kommunikation und der Partizipation und der demokratischen Verfasstheit von Schule insgesamt. Ich würde gerne mal zu der provokanten Kernthese zurückkommen, die heute Morgen hier geäußert worden ist. Also einmal schließe ich mich Wiebke an, dass ich ungern aus der Jugendhilfe heraus Schule sozusagen als Prügelknabe da auch nutze. Das funktioniert alles nicht und so weiter, weil ich glaube, aus der Jugendhilfe heraus, Jugendbildung heraus, gibt es genug Hinweise, dass es auch ganz gut ist, morgens mal in den Spiegel zu gucken, wie wir denn aufgestellt sind. Wir hatten ja eben in der Diskussion Ursachenforschung betrieben und haben gesagt, in allen pädagogischen Berufen ist es eigentlich so, dass da die Qualifizierungsmodule sozusagen der medialen Entwicklung hinterherhinken, dass da viel stärker auch grundständig Kompetenzen erst bei Lehrkräften, Pädagogen insgesamt eingeübt werden müssen. Und das ist bei Lehrern so und Lehrerinnen, das ist aber auch bei Erzieherinnen und Erziehern, das ist bei Sozialarbeiterinnen genauso. Zweite Geschichte, da will ich auf Bert-Udo Rinas eingehen. Dieses Medienkompetenz-Gap zwischen der älteren und der jüngeren Generation ist ja nichts, was im globalen oder digitalen Zeitalter erfunden worden ist. Das hat es ja in den vergangenen Generationen immer wieder gegeben, dass die jüngeren Leute, was technische Entwicklungen angeht, mediale Entwicklungen, wo die Eltern, ganz banales Beispiel, auch schon nicht wussten in den 70er Jahren, wie man Videorekorder bedient, aber die Jungen das sofort kannten. Also, dass wir heute durch Digitalisierung, Globalisierung und Internet einen Paradigmenwechsel der anderen Art haben, ist natürlich klar. Aber ich würde mal sagen, dieser Vorsprung junger Menschen gegenüber der vorherigen Generation im Medienbereich, der ist so gesehen zunächst mal auch ein alter Hut. Was wir anerkennen müssen und wo wir uns aufstellen müssen, ist eben, dass wir wirklich in die Berufe investieren und diesen Paradigmenwechsel, diese neuen Bilder auch neu erklären müssen, die entstehen durch die Digitalisierung und durch das Internetwelt. Das ist ja das, was so die Basics der Medienpädagogik nach wie vor sind, dass wir jungen Menschen auch mitgeben müssen, die mediale Entwicklung zu begleiten, kritisch zu begleiten. Also welche neuen Bilder werden da eigentlich geformt? Und wie heute Nachmittag schon mal gesagt, da ein kritisches Grundverständnis gegenüber den Bildern, die uns da gebracht werden, zu erzeugen, das ist etwas, was in den 70er Jahren galt, das gilt auch heute. Und heute schon viel mehr. Aber das ist eigentlich, worum es mir auch immer wieder geht, zu sagen, wir müssen mediale Entwicklung und die Bilder und Töne und Stimmen, die uns begegnen und die unsere Lebenswelt,
von jungen wie von älteren Leuten immer stärker dominieren, auch sozusagen durchschauen lernen. Und da müssen wir die jungen Leute auch stärker als früher drin, wie soll man sagen, ein Stück begleiten, ich will gar nicht sagen befähigen, begleiten, da tatsächlich immer kritisch reinzugucken. Da ist ein höherer Bedarf entstanden, das ist, glaube ich, unbenommen. Ich freue mich, dass jetzt zwei Menschen aus der Praxis sich hier hineingefunden haben. Ich würde kurz darum bitten, dass auch jeweils sich vorgestellt wird. Ja, mein Name ist Bastian Bielig, ich bin Leiter des Jugendinformations- und Medienzentrums, kurz JIM, in Frankfurt an der Oder, in Trägerschaft der Stiftung SPI. Mein erster Impuls, hier reinzukommen, war die Aussage von Ihnen. Und zwar ging es von Ihrer Seite in die Richtung, in der Jugendarbeit praktizieren Sie das schon länger, dass sozusagen mit Kindern und Jugendlichen über ihr Medienverhalten oder Medien integriert werden in die Kommunikation zwischen Kindern und Jugendlichen. Das, denke ich, passiert in einigen Teilen sicherlich schon. Ich denke aber, dass also aus meiner Erfahrung da noch eine Menge Nachholbedarf ist in der Jugendsozialarbeit. Also meine Erfahrung ist eigentlich tatsächlich eine andere als die Ihre, weil wir ganz oft erleben, dass die Jugendsozialarbeiter eben sich komplett verweigern. Ein gutes Beispiel ist der Jugendhilfetag, erst kürzlich in Frankfurt an der Oder gewesen, wo wir in Austausch getreten sind, wo auch Referenten da waren, die heute mit hier präsent gewesen sind und erklärt haben, was alles möglich ist an medienpädagogischen Angeboten. Und da mitunter wirklich so ein lethargisches, aha, okay, wir können Ihnen nicht mehr folgen, zu hören war. Und das waren mitunter Praxisprojekte, die für uns hier in dieser Reihe relativ irgendwie, ja, irgendwie schon innovativ sind, aber irgendwie auch zur Praxis gehören. Und diese Projekte wurden eben, ich sage jetzt mal, in der Provinz eben noch nicht so verinnerlicht. Zum Teil haben wir es heute auch gehört, die Anbindung Internet ist einfach zu Teilen eben nicht vorhanden. Wir haben meine Erfahrung mitunter eben auch einfach mit dieser Generation der Digital Immigrants zu tun in den Jugendsozialeinrichtungen, die nicht hinterherkommen. Und ein Wunsch, der hier heute formuliert wurde, ist, dass wir in die Richtung denken, Lebensweltbezug, das klingt immer so klassisch. Ich habe letztens ein schönes Beispiel gehört, dass Kinder und Jugendliche in anderen europäischen Ländern, genauso wie der Jugendsozialarbeiter in seinem Jugendzentrum natürlich nicht sitzen kann und irgendwelche Angebote um sich rum hat, Billardtisch, Tischtennisplatte und so weiter, sondern die natürlich auch bespielen muss. Genauso sollten wir uns in der digitalen Welt, in der digitalen Lebenswelt auch bewegen. Und das setzt natürlich voraus, dass die Jugendsozialarbeiter diese kennen. Das müssen nicht immer Profis sein, aber das, finde ich, passiert in der Jugendsozialarbeit noch viel zu wenig, einfach weil die Kenntnis davon nicht da ist. Und da würde ich Ihnen auf jeden Fall widersprechen. Das geht natürlich auch ganz klar auch für Schulen. Wir haben auch mit dem JIM im Rahmen von der Initiative Oberschule Projekte angeboten. Da gab es eine große Ausschreibung, die, glaube ich, nicht über das MBJS, sondern weiß ich gar nicht, wo das Geld genau herkommt, egal. Haben wir Projekte gemacht im medienpädagogischen Bereich. Da gibt es momentan viel zu wenig. Es gibt eine neue Ausschreibung in Richtung Kulturkompetenzen stärken. Und da gehört für mich Medienkompetenz ganz klar mit rein. Gibt es viel zu wenig Angebote in Brandenburg an den Schulen. Und da haben wir mitunter wirklich krasse Erfahrungen mit Lehrern gemacht, wo also man in der Schule anruft, das ist so ein bisschen der Running Gag unter den Medienpädagogen, man ruft an und sagt hier, wir hätten gerne einen Beamer und die Antwort lautet, ja, geht auch ein Scanner. Und genau da müssen wir tatsächlich irgendwie ansetzen, das heißt also sozusagen auf beiden Schienen irgendwie Brücken bauen. Das war so mein Impuls, weswegen ich hier reingekommen bin und jetzt geht's. Können wir die Antwort noch abwarten? Ja, gerne, natürlich. Ich kann natürlich nicht für alle Sozialarbeiter sprechen, das ist richtig. Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt Kollegen, die das wirklich regelmäßig tun, beziehungsweise es wirklich einfach so passiert. Und dann gibt es Kollegen, die sich da völlig sperren. Es ist in jedem Bereich so. Ne? Es gibt sicherlich, ich wollte auch nicht sagen, dass auf die Schule schimpfen oder so. Ne? Ich finde es genauso, dass es sehr wohl Lehrer gibt, die sich dort öffnen und viel machen mit den Schülern. Ne? Es ist und bei euch kommt natürlich genau die auf, oder du hast genau Kontakt mit denen, die geschult werden müssen, wo nichts passiert. Ne? Das ist,
aber ganz viel. Ne? Genau, und wir haben alle so diesen Ausschnitt. Und wenn ich eben über die Dörfer fahre oder zu den Kollegen und sehe, wie dort wirklich, wie die Jugendlichen mit ihren Handys sitzen und alles Mögliche machen und gemeinsam dort mit den Sozialarbeitern sitzen und das dann eben tun, man darüber ins Gespräch kommt, dann kann ich sagen, es passiert da was. Ne? Also es ist sehr unterschiedlich, ganz klar. Vielleicht kurz für die Schule noch. Im Bereich der weiterführenden Schulen, denke ich, da gibt es zumindest Angebote, auch diese Initiative Oberschule, auch wenn das vielleicht nicht so nachgefragt wurde, wenn es da Probleme gab, aber es gab Angebote. Schwieriger ist es im Bereich der Grundschule. Ich denke, da müssten wir auch den Akzent drauflegen, weil wir, da haben wir auch die Besonderheit, dass das eben Schulen sind, die in der Fläche des Landes sind, kleine Schulträger, da kommen mehrere Problemlagen übereinander. Gleichzeitig, die KIM-Studie zeigt es, die Kinder steigen immer früher ein ins Internet mit Smartphones und mit Geräten. Und durch die sechsjährige Grundschule muss in der Grundschule auch in Sachen Medienerziehung was passieren. Ne? Und ich denke, da ist momentan das Thema Inklusion sozusagen das große Innovationsthema, was auch viel Aufmerksamkeit absorbiert. Aber ich bin ja im Dialog mit den Kollegen und ich stelle schon fest, dass das Thema Medienbildung so langsam an sie rankommt. Aber das werden wir auch gezielter forcieren in der nächsten Zeit, dass wir im Grundschulbereich in der Hinsicht noch besser aufgestellt sind. So. Also jetzt war, glaube ich, nochmal zu der ersten Frage hier und dann machen wir mit der Frage weiter. Ich wollte gerne auch darauf nochmal eingehen, was Sie gesagt haben, also zum Thema, die Jugendsozialarbeiter und Jugendarbeiter sollten sich auch im Medium ganz selbstverständlich bewegen und präsent sein. Das hatten ja wir vorhin auch drüben in dem Raum nochmal, Jugendarbeit online und offline, also wie bin ich auch präsent und ansprechbar für die Jugendlichen, mit denen ich dort im Kontakt stehe. Da müssen wir auch nochmal gucken in die Steuerung, ne? Also weil Jugendarbeit vor Ort passiert ja mit ganz klar beschriebenen Handlungsfeldern und mit einem Auftrag von Landkreis, von der kreisfreien Stadt und so. Und wenn dieses Handlungsfeld Medien nicht beschrieben ist, dann habe ich eigentlich überhaupt gar keine Ressource da drin dafür. Und dann ist es mein persönliches Engagement oder nicht. Wenn ich aber dieses Handlungsfeld auch mit beschrieben habe und der Auftrag klar ist, dann habe ich da auch eine Ressource, also sowohl für Fortbildung als auch für Angebote in dem Bereich. Also dahingehend auch nochmal zu gucken, wie läuft Kommunikation eben darüber und auch wie sagen wir als Einrichtung direkt auch, was ist der Bedarf? Und wenn ich schon allein dann als Einrichtung, sage ich mal, mit meinem Träger streiten muss, ob ich sozusagen, wenn ich eben über Facebook präsent bin, mich anbiete, ist das meine Arbeitszeit oder nicht? Oder machst du es da zum Vergnügen? Schon da fängt es ja an. Ne? Und ebenso muss dann der Träger auch dahinter stehen und sagen, okay, wir sehen den Bedarf, wir skizzieren hier mal dieses Handlungsfeld und sagen, was passiert da eigentlich und wo müssen wir auch investieren? Und nochmal zum Thema Grundschule, ich kann das nur bestätigen aus eigener Erfahrung, Potsdam Mittelmark, super ausgestattete Grundschule mit Whiteboards und allem Pipapo. Und wer arbeitet damit? Niemand. Also der Hort zeigt dann mal einen Film am Nachmittag, wenn es hochkommt. Also so. Und super Technik vorhanden und niemand hat die Kompetenz, damit umzugehen. Danke. Erich Benisch, freiberuflicher Medienpädagoge. Ich wollte zum Thema Schule nochmal versuchen, eine kleine Erfahrung beizusteuern. Ich bin erstmal Medienpädagoge, habe das 20 Jahre ausgeübt und bin dadurch in viele Schulen reingekommen. Und dann habe ich gemerkt, es ist gut und schön, diese Art Kompetenz zu haben, aber es ist auch wirklich wichtig, die Rolle des Lehrers von innen heraus zu verstehen. Also nicht nur irgendwie jetzt meine Talente, meine Wünsche, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten da reinzutragen, sondern auch zu verstehen, in welcher Haut dieser Lehrer, diese Lehrerin steckt und habe mich dann nochmal hingesetzt und habe nochmal 3-4 Jahre eine Zusatzausbildung gemacht als reformpädagogischer Lehrer. Also bin nicht mehr durch den üblichen Staatsdienst da gegangen und wollte das auch nicht für mich, wollte einfach nur mal das verstehen, mal nachvollziehen, wie ist Unterricht von Klasse 1 bis Klasse 8 und dann wieder von Klasse 10 bis Klasse 12 und so weiter, von innen heraus. Diese Zwänge, unter denen die Lehrer in den Lehrerinnen in den Schulen stecken. Habe es dann 2 Jahre ausprobiert und gemerkt, ich bin doch besser
jemand, der von außen kommt. Es ist auch, also wirklich, die Menschen, die in der Schule arbeiten und unter den Bedingungen, in denen sie in der Schule arbeiten, die haben es echt nicht leicht. Und bei 12 verkürzten Schuljahren und den Erwartungen, die an sie gestellt werden, eigentlich noch viel mehr. Also da ist heute eigentlich eine Art Mäuserennen da, das ist wirklich unmenschlich oft. Und ein Kollege hier hat es auch schön gesagt, da muss Entschleunigung rein in diesen ganzen Betrieb. Das ist das eine. Und jetzt kommen auch noch diese Medien dazu und die Globalisierung dazu. Und das ist etwas, was ich mir selber, was ich mitgebracht habe. Ich komme aus einer deutsch-französischen Familie. Ich habe in Amerika und Japan gelebt, war in Afrika unterwegs und dachte, ja, jetzt bringst du das mal rein, mach das doch mal, los. Ja, auch das ist eine Überforderung im Alltag. Ja, und merkt man dann nach einer Weile, was ist möglich, was können wir machen, was können wir mit Medien machen, also wie global und ja, medienkompetent können wir wirklich da mit der Schule und den Jugendeinrichtungen und so weiter umgehen. Ne? Also wie ist die Realität? Die ist doch ziemlich nüchtern. Die ist wirklich nüchtern und sehr enttäuschend und oft kein Geld und. Klar, logisch, ja. Wir sind erstmal bei der Projektitis. Das war ein interessantes Stichwort heute. Also ein echtes Hindernis ist, dass wir eigentlich Themen nur kurz reinbringen können. Ich würde mir wünschen, dass wir es nachhaltiger reinbringen können. Da waren ein paar interessante, gute Vorschläge heute. Strukturvorschläge, sei es mit Geld, sei es mit Leuten. Ich denke aber auch, dass das gar nicht reicht. Ja, wir müssen zum Beispiel mental an die Lehrerinnen rankommen, die da zumachen, oder an die Jugendarbeiter, die da eben eigentlich menschlich schon zumachen. Ja? Und das geht nicht so schnell. Das geht bei den Kindern und Jugendlichen naturgemäß schneller. Ne? Und jetzt zu sagen, dass also die Art und Weise, wie diese Kinder und Jugendlichen klicken, dass das schon Kompetenz ist, das ist auch nicht wahr. Also klicken ist noch keine Kompetenz. Ja? Nee. Okay, wirklich lässt nicht, sich jetzt, ja? Aus Ihrem Beitrag noch eine Frage ableiten oder sozusagen eine Ansprache an die hiesigen Gäste? Ja, ich würde einfach für eine offenere Schule plädieren oder für auch umgekehrt für eine vernetztere Jugendhilfe. Also eigentlich diese institutionalen Grenzen ein bisschen versuchen aufzuheben und eben nicht nur über Ganztagsangebote da mehr Vernetzung zu schaffen. Okay, den Ball greife ich gerne nochmal auf, weil das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir jetzt nochmal kurz Revue passieren lassen. Die letzte Phase unseres Praxisaustauschs war ja eine Ideensammlung und da war tatsächlich der wichtigste Punkt, wir sehen das hier auf der Seite des Fishbowls und in der Rubrik Wie wär's, wenn's schön wäre, sind also mehrere Dutzend Ideen gesammelt worden und hier sind nur die ausgewählten und am meisten bepunktet oder beschwerpunktet wurde tatsächlich der Ruf nach Entsäulung in den Strukturen. So, das würde ich jetzt sozusagen auch nochmal greifen. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen. Ja. Sie, Gäste, können Sie vielleicht Ideen aus Ihrem Wirken sagen? Oder also wie können wir da hinkommen? Also wir wissen, die Bedürfnisse bei den Praktikern ist da. Also die sagen, sie wollen nicht mehr nur als Medienpädagoge oder nur als Sozialpädagoge oder so oder als Erzieher oder Lehrer arbeiten, sondern sie denken, der Jugendliche braucht an sich einen Pädagogen, der all diese Felder kann, um die Lebenswelt auch ein Stück weit zu teilen mit ihm oder um da drin vorzukommen. Welche Ideen gibt es dann bei Ihnen dazu? Darf ich vielleicht noch einen Punkt bringen, gerade an dieser praktischen Stelle. Was ich aus der Medienarbeit immer als positiv mitgebracht habe, ist Teamarbeit. Das ist in der Schule unüblich, gemeinsam zu unterrichten beispielsweise. Die einzige Situation, wo ich das erlebt habe, war in Behinderteneinrichtungen. Und ich denke, also Medienarbeit geht immer nur gemeinsam. Und wenn wir medienkompetentere Schulen und medienkompetentere Lehrer haben, dann brauchen wir zum Beispiel Teamunterricht. Okay, danke für diese Ergänzung. Trotzdem erneuere ich meine Frage nochmal und dann geht es weiter da. Also was die Zusammenarbeit zwischen Schule und dem Jugendbereich betrifft, ich denke, da bemühen wir uns schon eine ganze Zeit drum. Also wir haben ja auch dieses Konzept Stärkung der Medienkompetenz, das
hat ja das sozusagen als Kernbotschafter. Inwieweit nun das sich sozusagen komplett ineinander aufgehen kann. Also ich meine, da gibt es natürlich, Schule ist ja als Institution auch sozusagen als Format definiert und die Lehrkräfte haben eine bestimmte Rolle und die wird auch noch nicht von heute auf morgen wegfallen können. Aber die Frage ist schon, wie weit die Schule eben auch als Teil einer vernetzten Struktur begreift, wie transparent das Ganze läuft, wie teamorientiert das läuft. Und da gibt es Ansätze, also nicht nur im Bereich der Sonderpädagogik, sondern auch an ganz, ich sage jetzt mal, normalen Schulen. Ne? Und gerade über Medienarbeit, also wir haben in den 90er Jahren einige Schulen im Land begleitet, ein Profil Medien und Kommunikation zu entwickeln. Und das hatte auch die Vorstellung, dass eben nicht diese Fächer jeder für sich oder die Fachlehrkräfte agieren, sondern dass man sich stärker als Team verabredet, übergreifende, fächerübergreifende Themen, gerade im Bereich Medienbildung verabredet und die dann auch so umsetzt, dass am Schluss Produkte, also aus den Projekten rauskommen, die dann auch wieder in der Schule und darüber hinaus der Öffentlichkeit vorgestellt werden, dass solche Wertschöpfungsketten entstehen. Und da gibt es Möglichkeiten und in die Richtung sollte man auch weiterarbeiten. Einmal genau zu der Frage, also kann ich natürlich bestätigen, dass wir die letzten 10-12 Jahre uns daran abarbeiten, die Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit zu verbessern, Jugendhilfe. Ich würde es aber mal positiv formulieren, dass ich zumindest persönlich glaube, dass Medienpädagogik, Medienkompetenzförderung ein Feld ist, das sich besonders gut eignet, um die Zusammenarbeit von außerschulischen und schulischen Akteuren zu verbessern. Das liegt an der Verfasstheit und dem Auftrag von Schule und das liegt an dem, was, sagen wir mal, vom Setting her Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit viel eher kann. Wird ja wahrscheinlich niemand bestreiten hier im Raum, Medienarbeit, Medienkompetenzförderung hat sehr viel mit Entfaltung zu tun, hat im besten Fall auch etwas mit Kreativität umzutun, hat etwas mit freiem Umgang mit den Dingen, die uns umgeben, zu tun. An der Stelle ist Schule relativ begrenzt, weil Schule hat einen ganz klaren Auftrag, muss ich hier nicht wiederholen. Da muss man bestimmte Stufen erreichen, die in Leistungs- und sonstige Beschränkungen etc. liegen. Wenn wir in der Ganztagsschulentwicklung zum Beispiel mehr Kooperationspartner an die Schulen bringen, die eben in einer freieren Form außerhalb von Leistungsparametern Medienkompetenzförderung, Medienpädagogik betreiben, in Werkstätten, in Projekten etc., glaube ich, dass da eine große Chance da ist. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum solche Kooperationsprojekte im Rahmen von IOS, Initiative Oberschule, auch relativ gut angenommen worden sind. Also da würde ich ein bisschen werben, jetzt auch die Möglichkeiten, die nach wie vor da sind, die hoffentlich auch in der nächsten ESF-Förderperiode da ist, auch weiter zu nutzen, Medienpädagogik und Schule zusammenzubringen und natürlich dann auch fördern zu lassen. Über das Thema Förderung haben wir ja schon viel erzählt, aber das ist eben eine Form, die man in gewisser Weise nachhaltig nennen kann, weil sie eben nicht für ein halbes Jahr oder zwei Jahre modellhaft ist, sondern weil sie über einen relativ unserer Sicht langen Zeitraum auch Sicherheit bietet, nämlich über eine EU-Förderperiode und das sind immerhin 7 Jahre, da kann man schon einiges machen. Also da würde ich die Praktiker hier auch ermuntern, in den nächsten Jahren auf Schule zuzugehen, Werkstätten zu machen, egal in welchem Medienbereich und gerade dieses Kreative, dieses Formende, dieses entfaltende Element da auch hervorzuheben. Okay, das ist jetzt auch noch eine Antwort oder Entgegnung darauf. Wir machen dann weiter, wenn das abgearbeitet ist, ja? Wäre jetzt nur eine Entgegnung. Ich würde die Jugendarbeiter, die Sozialpädagogen und Pädagoginnen im Bereich der offenen Jugendarbeit aufrufen, selbstständig Projekte zu machen, selbstständig zu arbeiten und klar zu benennen, was ist das eigene Profil, was ist das eigene Angebot des Jobs, den ich gerade mache. Also ich bin auf der einen Seite natürlich auch für Entsäulung, ich bin aber auch dafür, klar zu formulieren, was unsere speziellen Aufgaben, Funktionen, Rollen, Ziele sind. Und die Ziele sind sehr unterschiedlich und sie kann man in einer Entsäulung leicht verlieren. Deswegen bin ich auf der einen Seite schon für eine Entsäulung, einfach um auch
Beziehungen, Kooperationen und so weiter zu ermöglichen. Auf der anderen Seite bin ich aber schon sehr klar für eine Schärfung des eigenen Profils. Und da gibt es Grenzen und diese Grenzen sollte man auch definitiv benennen und sagen, ja, da gibt es sie. Andernfalls, glaube ich, wird es auch der Seite der Geldgeber, der Politik, wie auch immer, schon leicht gemacht, wenn es auch um finanzielle Kürzungen, um Stellenkürzungen, was auch immer geht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den man in dem Zusammenhang dann sehen muss. Und da ist offene Jugendarbeit nicht besonders toll aufgestellt, beziehungsweise, das war jetzt gerade so eine blöde Formulierung, da hat Jugendarbeit immer einen schlechten Stand. Und deswegen bin ich schon dafür, auch genauso klar aufzufordern, macht eure eigene Position und so deutlich. Ja, mein Name ist Ute Partum, ich bin Leiterin der Medienwerkstatt in Potsdam und ich möchte es mal ganz doll runterbrechen auf konkrete Sachen, die zum Beispiel in der Schule schon verändert werden könnten. Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie hätten da schon so einen Plan, es muss sich was tun in Sachen Medienbildung und ich frage mich ganz ehrlich, warum eine Schülerin in der 9. Klasse ihre Mitschriften mit der Hand machen muss, wo sie doch am Computer viel besser ist darin und auch sozusagen Dokumente schneller an die kranke Freundin schicken könnte und so weiter. Kein Lehrer heutzutage oder auch Sie arbeiten alle mit Computern. Die Lehrer bereiten den Unterricht mit Computern vor. Ich weiß nicht, warum das nicht gehen soll, dass man ab Klasse 7 spätestens die Computer auch zur Mitschrift einsetzen kann. Also das frage ich mich, warum das nicht umgesetzt wird. Wer möchte antworten? Nochmal antworten. Also ich kann jetzt natürlich nicht erklären, warum das in dem konkreten Fall jetzt passiert, aber grundsätzlich ist Schule ein sehr wertkonservatives System. Und die Schule, wie wir sie kennen, ist einfach eine Schule, die ist im 19. Jahrhundert geprägt worden, 20. Jahrhundert. Gutenberg, Schriftkultur, das sind sozusagen die Eckpunkte. Und jetzt verändert sich alles und das ist ein kultureller Wandlungsprozess. Und ich meine, die letzte große medienkulturelle Revolution, das ist jetzt, ich sage mal Gutenberg, da hat das von 1500 bis zum Ende des 30-jährigen Krieges gedauert, bis diese Kommunikationstechnologie sozusagen gesellschaftlich angekommen ist. Das wird bei uns nicht so lange dauern, jetzt bei diesen Veränderungsprozessen, aber zu erwarten, dass das von heute auf morgen oder innerhalb von 10 Jahren stattfindet bei so einem komplexen und in sich selbst wertkonservativen System, wie es Schule ist, das geht nicht. Zumal wir hier noch eine föderale Struktur haben in der Republik, das macht es alles noch. Und dann die Aufteilung der Zuständigkeiten, innere, äußere Schulangelegenheiten, das ist ja so ein komplexes Geflecht, wo solche Innovationen eben eine wirklich längere Zeit brauchen, bis sie eine kritische Masse entwickelt haben und dann Veränderungen sich vollziehen. Na, nochmal eine Rückfrage. Darf der Lehrer, der einzelne Fachlehrer, nicht entscheiden, ob er zulässt, dass die ihre Geräte von zu Hause mitbringen und die könnten einfach alles in dem Unterricht mitschreiben? Das ist ja das, was wir mit Medienentwicklungsplanung intendieren, dass es da verbindliche Verabredungen gibt und dass die auch in der Schulöffentlichkeit, in den Gremien entsprechend verabschiedet werden. Und wenn die Schule diesen Weg gehen will, es gibt ja einige Schulen, die sind medienaffiner als andere Schulen und wenn zwischen den Akteuren ein Konsens ist, ja, wir wollen das so, dann gibt es da auch entsprechende Handlungsmöglichkeiten. Auch was die Definition von neuen Standards betrifft. Da gibt es schulaufsichtlich dann und auch was die Prüfungsbedingungen betrifft entsprechende Rahmenbedingungen, die man berücksichtigen muss, aber das kann man auch aufeinander abgleichen. Aber ganz ehrlich, für den Stoff und wie er den Stoff vermittelt, ist der Fachlehrer doch auch zuständig. Ich verstehe nicht, wo da der Unterschied ist, ganz ehrlich, in der Betrachtung. Also wenn ich den Beamer einsetze oder die Tafel oder andere Geräte, das ist doch das Gleiche in Grün, das wird da auch keinem vorgegeben, was er da einsetzt. Das kann er doch entscheiden, der Lehrer. Also das ist sehr lebenspraktisch, das gebe ich zu. Das ist sicher eine Frage, die einen umtreiben kann, aber ich habe auch eine Tochter in dem Alter, in 7. Klasse und ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das, und das ist eine Schule, die einen Medienschwerpunkt hat, wo solche Diskussionen eigentlich relativ leicht laufen, aber ich weiß ungefähr, wie diese Diskussionen dann laufen, weil eine Schule ist ja auch ein Komplex. Das ist, und da sind drei Parteien beteiligt.
die Schule selbst mit natürlich dem mit den Lehrerinnen und Lehrern, dann kommt der Schulträger dazu, dann sind da Eltern und sind da Kinder bzw. Jugendliche. So, und das Ganze, und das sind ja Grundfragen der Schulorganisation und dessen, was da zulässig und nicht zulässig ist. Das wird in der Klasse beraten, das wird auf der Elternkonferenz beraten, das wird in der Schülerberatungs- und das wird von der Lehrerkonferenz beraten. Und schon mir fallen in den letzten 3 Minuten, als du gesprochen bist, 50 Gründe ein, die diskutabel sind, wenn es um so eine einfache Frage ist, geht. Ähnliche Diskussionsverläufe, überhaupt nicht vergleichbar, gab es ja zum Thema Einsatz von Taschenrechnern. Was Computeranwendung angeht, kann man ja schon alleine sagen, je nachdem, was das für eine Sozialstruktur hat, so eine Schule, dass da ein Riesengap auftaucht. Die einen können sich einen fitten Computer leisten, können damit umgehen, haben Eltern, die ihnen erklären können oder sonst wie. Die anderen haben keinen und müssen weiterschreiben. Also das nur, ich sage das jetzt nicht als Gegenargument, aber ganz viele... Das Argument eigentlich nicht mehr gelten, es gibt Handys. Und 73% aller Jugendlichen haben Smartphones heutzutage. Der Rest hat eben normal. Also man kann heutzutage nicht mehr davon reden, dass viele nichts haben. Also das da gebe ich dir ja recht, aber das ist Theorie. Das ist Theorie und ist an der Stelle dann wirklich nicht lebenspraktisch, weil die Diskussionsverläufe, und da gebe ich ja an Dr. Kaden recht, bis da mal ein Ergebnis zustande kommt, in solchen, sagen wir mal, Grundfragen, das dauert wirklich Jahre und das sind Diskussionsverläufe und dann muss man einfach sehen, so eine Schule ist komplex und muss am Ende auch, muss man anerkennen, wir sagen ja immer, das ist der letzte autoritäre bzw. undemokratische Raum, aber es gibt ein paar demokratische Grundstrukturen und wenn die Schulkonferenz so etwas nicht zulässt, dann lässt die Schulkonferenz so etwas nicht zu. Und die soziale Frage ist da eine der Fragen. Es gibt sicher noch viele andere. Da gibt es sicher viele Entgegnungen, so wie du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, dass das ein Paradigmenwechsel ist, wo Schule heute noch nicht zu bereit ist. Und da gucke ich gar nicht auf Ministerium oder nur auf Eltern oder nur auf Schüler, sondern da gibt es 4 zentrale Gruppen und das passiert nicht so leicht. Das passiert, haben wir vielleicht in 15 Jahren die Situation, dass es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Aber im Moment mutmaße ich einfach mal aus der Kenntnis auch von solchen Diskussionsverläufen, das wird nur selten gelingen, ganz selten. Wir sind jetzt in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten und haben bis jetzt fast ausschließlich über Schule gesprochen. Da möchte ich jetzt gerne darauf hinweisen, wir müssen bald aufhören. Wir müssen bald diesen Fachtag beenden und deswegen würde ich gerne jetzt einfach nochmal da hingucken wollen oder vielleicht auch die Möglichkeit geben, genau die Fragen dazu zu stellen, die über die Schule hinaus entstanden sind. So. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch noch eine Frage zur Schule hier gesagt werden kann. Da ist ja noch ein Stuhl frei. Also wer jetzt noch was hat, Außerschulisches, möge vielleicht gleich in den Kreis kommen und die Frage hören wir uns als nächstes an. Egal welche, ob die jetzt... Ja, okay. Danke. Also ich lasse das mal offen, ob das jetzt Richtung Schule oder Jugendhilfe geht oder noch woanders hin. Mir geht es um die Altersgruppe der Jugendlichen, weil wir haben ja aus unserem Projekt, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, Gritsu Jata vom Projekt Multimedia Mobil in Potsdam an der Medienwerkstatt auch. Wir haben in unseren Workshops, haben wir heute Morgen ja auch gezeigt, eine überraschende Altersstruktur erlebt. Wir haben gedacht, wir erreichen Jugendliche. Der Kontext war die freie Jugendarbeit. Und haben zu unserer Überraschung hatten wir Kinder von, ja, ich sag mal jetzt, die meisten waren 10 bis 12 Jahre alt. Und mit dem schönen Ziel Medienbildung oder Medienkompetenz als Alltagskompetenz frage ich mich dann aber, okay, wenn schon so befristete Projekte wie wir am Schluss dann doch an Kinder richten, bis 12 oder ja, ein paar Ältere hatten wir auch dabei, aber so von der Hauptnutzerinnengruppe. Und danach fängt so dieses Alter an, wo Jugendliche dann auch langsam nicht mehr so offen mit ihren Eltern reden. Ja, so, und dann frage ich mich, wenn jetzt so Medienkultur als Alltagskultur begriffen wird, genau, wo in dem Alter dann ihr sozusagen als Menschen aus verschiedenen strukturellen Ebenen eigentlich so Andockpunkte seht für diese Altersgruppe ab 14, Partnerinnen zu finden, auch im Bereich Medienpädagogik. Sei es in Projektform oder sei es in irgendeiner Form, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob Schule oder wo ihr da eigentlich so die Aktionsfelder seht.
Wer möchte zuerst antworten? Also mal zur Überleitung. Wir haben heute gehört, höchstens 30% werden in der Jugendarbeit erreicht, der Jugendlichen. Alle gehen in die Schule, aber die Lehrkräfte verstehen die Sprache und Lebenswelten der Jugendlichen dann nicht mehr. Also wer kommt an die ran? Von den Eltern wachsen sie aus der Familie heraus. Wer und was und wie kommen wir denn nun dazu, dass die Kompetenzen, die die Jugendlichen dringend benötigen, um im Leben klarzukommen, ich erinnere auch noch mal daran, dass, was Frau Bockermann heute früh gesagt hat, die Vergleichsgruppe Jugendliche, die durchs Netz zappen konnte, wusste hinterher nicht mehr als die, die nur gelesen haben. Also sie sind zwar mediengewandt, aber sie sind nicht lernkompetent. So, also wie machen wir das denn nun, dass Jugendliche weiterhin sich bilden oder lernen zu bilden? Also ich denke, wir müssen das trotzdem noch in beiden Einrichtungen machen. Also wir sind wieder bei der Schule, ne? Weil die Kinder und Jugendlichen sind da natürlich die meiste Zeit in der Schule, das ist das Problem. Und bei den Ferienmaßnahmen zum Beispiel, wo ihr dann Workshops gemacht habt, ne? Also gerade bei uns in Oberhavel weiß ich das, wo gerade dann auch eben mehr die Jüngeren sogar dabei waren, ne? Und eben nicht die Großen, also sehr zwar gemischt war, aber wirklich von 9 bis 16, 17 die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen da waren und die dann die Workshops genossen haben. Man muss dann natürlich zum einen, denke ich, schon auch in die Jugendclubs gehen, da sind natürlich Jugendliche, aber die sind eben immer jünger. Es kommen jetzt schon die Hortkinder in die Jugendclubs und wir haben ja gerade auf dem Lande ganz viele Fahrschulen, es sind Schulzentren gebildet worden in einigen Orten, also ganz im Norden gibt es überhaupt keine weiterführenden Schulen mehr, sodass die also nur an einem Ort von mehreren Orten zusammengefasst werden, die sind also abends erst spät zu Hause, ne? Und deswegen ist auch in den Jugendclubs natürlich in einigen oder in manchen Orten gibt es dann da keine Jugendeinrichtung mehr, sondern nur noch eine Zentrale. Also wird da viel mobil gearbeitet. Das ist, hat sich ja dadurch total gewandelt. Und mit den Angeboten muss man letztendlich, wenn man wirklich alle erreichen will, doch wieder eine Idee finden, wie man in die Schulenmesser reinkommt und da was macht. Also nichtsdestotrotz finde ich, dass man in Jugendeinrichtungen was machen kann und punktuell Projekte anbietet, um dort weiter voranzukommen. Es gibt ja auch noch ein Leben nach der Schule, genau. Im normalen Alltag. Und auch wenn es die Ganztagsschule gibt, der Punkt der mobilen, der, ich sag's altmodisch, Streetwork im Internet, das Webworking, wie auch immer, ist ja auch da. Und ich glaube, die Möglichkeiten, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu arbeiten, etwas von ihnen selber zurückzubekommen, die ist wesentlich größer, als wir das im Moment hier diskutieren. Wir diskutieren das zwischen Jugendclub und Schule oder zwischen offener Jugendarbeit und oder ja, Club und Schule. Das Argument, die Jugendlichen sind den ganzen Tag an der Schule und müssen lange Fahrwege auf sich nehmen und so, ist kein Argument dafür zu sagen, deswegen muss Jugendarbeit an den Ort Schule. Ist für mich gerade das Argument zu suchen, welche, wir wollen ja hier ein bisschen diskutieren, ist gerade ein Argument dafür, wo müssen Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen hin, um wieder in Kontakt zu den Jugendlichen zu kommen. Und der ist eben nicht nur eben in der Schule oder im Club. Darf ich dazu? Ja. Ja, aber das ist mir zu theoretisch, sage ich ganz klar, weil wir haben die Realität wirklich im ländlichen Raum. Je weiter wir aus dem Berlin-nahen Raum wegkommen, dass wir die Situation haben, wir haben Ganztag und wir haben Fahrtwege, da sind die Kinder echt unterwegs und auch die Jugendlichen sind da unterwegs. Und da frage ich mich dann wirklich, wo ist unsere Zukunft, wo ist der Ansatzpunkt? Und ich sage, ja, ich habe vorhin das ja auch gesagt, online arbeiten, aber trotzdem brauche ich ja irgendwo eine Kontinuität, ein Gesicht dahinter, also wo ich sozusagen miteinander in Kontakt komme, wo ich Projekte mache, wo wir sagen, ey, ja, das ist die coole Grit und mit der chatte ich dann auch. Aber ich brauche ja irgendwo ein Gesicht, ja. Und da frage ich mich wirklich, wo geht's hin? Und das, was du gesagt hast, Bernd Odo, da kommen wir ganz klar zu diesem Thema auch
die einzelnen Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe gegeneinander. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also zu sagen, nein, Jugendarbeit nicht an Schule und nicht nur Schulsozialarbeit, sondern wirklich in der Perspektive mal zu gucken, was könnte ein Modell sein. Und ich glaube, das kann nicht nur theoretisch gedacht werden, sondern das muss dann mit den Akteuren vor Ort gedacht werden. Und zwar im Gemeinwesen, in dem Sozialraum und nicht nur so eine Aussage, sondern ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr so generelle Aussagen treffen können, sondern wo wirklich vor Ort geguckt werden müssen, und zwar die Leute, die da sind. Ja, achso, ich muss mich kurz vorstellen. Kristin Ehlert, Projekt Like, haben wir heute schon hier ganz viel gehört. Und ich möchte darauf mich anschließen, deshalb habe ich mich auch in die Runde gesetzt. Ich denke auch, dass die Zukunft, und im Prinzip ist es ja nicht Zukunft, es passiert ja schon ganz viel. Zum Beispiel in Berlin gibt es eine Schule, die heißt Dritten kommen. Die arbeiten seit Jahren mit außerschulischen Partnern zusammen. Die fangen, das heißt, Künstler gehen in die Schule, Sozialpädagogen sind in einer Schule und die arbeiten mit den Schülern praktisch zusammen, und zwar nicht als Zusatzprojekt, sondern im Unterricht, und vermitteln da praktisch ihr Können an Schüler, und die natürlich da viel aufgeschlossener und interessierter sind. Ein anderes Projekt muss ich noch nennen, von wegen über den Tellerrand gucken. In Mecklenburg fand es der Modellversuch Schule und Medien statt. Da ging es auch darum, außerschulische Partner in die Schulen zu holen. Und ich muss sagen, ich war ja selber daran beteiligt. Und sowohl Schule als auch außerschulische Partner waren sehr begeistert davon und haben das als Plus gesehen und als eine tolle Erfahrung, weil Schüler mit anderen Profis zusammenarbeiten konnten. Und die Lehrer, die dafür offen waren, haben das sehr gerne angenommen. Und es war einfach ein effektives Zusammenarbeiten. Daraus aus meinem Beitrag jetzt, entweder eine Frage oder ein Wunsch wäre, haben Schulen genug Mittel in Brandenburg, außerschulische Partner einzusetzen? Oder anders als Wunsch, ich würde es mir wünschen. Nein, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ganztagsschulen haben ein gewisses Budget und können auch einiges von ihrem Budget kapitalisieren, nennt man das dann, um auch außerschulische Partner zu bezahlen, also Honorar und Sachmittel etc. Aber die Decke, die ist dermaßen kurz, dass das wirklich fast nirgendwo gelingt, eine auch einigermaßen prägende Angebotsstruktur zu schaffen an der Schule, also selbst an Ganztagsschulen. Da müssen wir schon tatsächlich, und das ist so in der Jugendarbeit unsere Ressourcen, und da sehe ich jetzt schon Bernd Udo wieder unter der Decke, unsere Ressourcen aus der Jugendarbeit mitbringen tatsächlich. Das ist leider die Wirklichkeit. Ich finde das nicht gut, muss ich wirklich sagen. Ich denke, Schulen sollten viel stärker auch finanziell ausgestattet sein, um freie Mittel zu haben, um Kooperationspartner eben nicht nur bei der Sparkasse, bei der Versicherung, bei der Polizeiwache zu suchen, das sind ja so die Klassiker, sondern dass sie wirklich auch pädagogische Fachkräfte mit einkaufen können, egal ob das Medienpädagogen sind, ob das Musik ist, ob das Erlebnispädagogik ist oder Ähnliches, das können sie heute wirklich nicht. Da muss die Jugendhilfe wirklich Geld selbst in die Hand nehmen und mit an die Schulen bringen und damit verbunden auch nochmal ein bisschen spät, aber auch bestätigt die Entgegnung von Bernd Udo Rinas, da müssen wir schon als Jugendarbeit uns nochmal, ins Kämmerlein zurückziehen und sagen, wer wir sind und ob wir wirklich unsere schmalen Ressourcen auch an die Schule geben. Der Kampf darf, glaube ich, nicht aufgegeben werden, dass Schule da mehr, was das Budget angeht, zur Verfügung stellen muss. Weil sonst reiben wir uns wirklich auf, verlieren nicht nur unser Profil, sondern auch unser letztes Hemd, sprich unser Geld, und bringen alles an die Schule. Also wie gesagt, ein klares Nein, Schule kann das nicht. Ich möchte gern noch so viele mehr Fragen zulassen, aber es ist jetzt 19.21 Uhr und ich schätze, wir sollten jetzt die Abschlussrunde machen. Das heißt, du kannst dann auch noch mal was sagen, aber nicht mehr sozusagen darauf hoffen, dass alle Fragen beantwortet werden. Ich würde jetzt einfach darum bitten, dass vielleicht jeder, der noch in der Runde sitzt, sowas wie einen Abschlusssatz für den Film, für die zweite Runde oder für überhaupt Menschen sagt, die noch die Dokumentation verfolgen werden. Vielleicht, wohin geht's? Was erwartet uns in Zukunft? Welche Wünsche an uns, den anderen oder die Zukunft haben Sie? Also
Also wir diskutieren die Dinge in der letzten Zeit wieder mehr, dass Sozialarbeit wieder politischer werden muss. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir auf Medienpädagogik, Medienkompetenz fördern, zugehen als Sozialarbeiter, als Jugendeinrichtung, als Jugendhilfe wieder stärker und auch offensiv in die Politik gehen, um die Arbeit, wo wir sehen, wo die Bedarfe sind, stärker zu finanzieren. Es gibt eine strukturelle Unterfinanzierung, was diese Form der Arbeit angeht. Und da kann ich nur zu aufrufen, sich wieder stärker auch in die politischen Entscheidungsränge so zu begeben. Heute Nachmittag fiel schon das Stichwort Jugendhilfeausschüsse. Kommunalpolitik insgesamt, Kommunen sind Schulträger, sind für die Ausstattung zuständig, sind auch zuständig für die Finanzierung der Jugendarbeit, um eben entsprechende Projekte an der Schule zu machen. Und meine eigene Adresse sozusagen auch, wir müssen stärker auch auf Landesebene für eine bessere Unterstützung werben und da auch richtig für kämpfen. Also da kann ich nur sagen, wir müssen uns stärker ins politische Geschäft einmischen, müssen Öffentlichkeitsarbeit machen, müssen ganz klare Lobbyarbeit machen für das, was wir heute besprochen haben. Dem möchte ich mich sofort anschließen, genau das denke ich auch. Und wir sollten vielleicht auch die schönen notwendigen Veränderungen, die da zusammengetragen wurden, heute nochmal mitnehmen ins Paket, in unserem Päckchen mit in den Landkreis, nehme ich das gerne mit, weil ich das auch sehr gute Ideen finde und sinnvoll, das umzusetzen. Das wäre es für die Medienarbeit. Geld braucht die Jugendarbeit immer mehr, unbedingt, nicht nur auch die Schule, aber auch gerade in der Jugendarbeit krebsen wir nun wirklich schon lange immer mit dem gleichen Budget rum. Es verändert sich nicht, aber es wird alles teurer. Man merkt das immer wieder, wenn man Veranstaltungen plant, wenn man Bildungsangebote vor allen Dingen plant. Teilnehmer müssen immer mehr bezahlen. Also wir müssen da dringendst in die politische Auseinandersetzung gehen. Gut, also auch von meiner Seite, also die Medienbildung oder Medienarbeit bietet äußerst interessante Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit. Das ist im Begriff wegzukommen und das muss auch wegkommen von reinen Projekten, sondern es muss ein neuer Standard sein. Es müssen auch Strukturen geschaffen werden, die wirklich nachhaltig sind, die also auch von sich heraus funktionieren. Wir haben diese ganzen, also Medienarbeit hat ja auch immer was mit Rechten zu tun. Ich bin gerade momentan sehr an dem Thema freie Lizenzen, also OER dran. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil darüber dann auch Perspektiven auch für Schule, für kommunikative Austauschprozesse entstehen, die eben selbsttragender sind, also die nicht immer Ressource von oben rein ins System und dann geht das eine Zeit lang gut und dann ist das Geld alle und dann muss die nächste Ressource kommen, sondern das meine ich auch mit Kulturwandel, da verschiebt sich was. Und gerade über freie Bildung hat man die Möglichkeit, ganz andere Austauschprozesse auch noch zu gestalten. Das fängt jetzt an, das hängt auch was mit Vernetzung, mit Internet zusammen. Und ich denke, da tun sich noch interessante Möglichkeiten auf. Ich habe schon. Ja, also unter dem Stichwort ganzheitliche Bildung finde ich auch nochmal, will ich auch nochmal bekräftigen, dass ich auch eigentlich das Ganztagsschulkonzept oder die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule oder Jugendhilfe und Bildung auch nochmal interessant finde. Auch schon lange beobachte, dass offensichtlich Jugendhilfe immer versucht, aus Projektgeldern sozusagen Schule zu flickschustern, würde ich mich anschließen. Ja, und würde mir wünschen, dass, nicht erst 2050 sich sozusagen Entscheidungsträger aus Jugendhilfe und Schule auf der Arche Noah treffen, sondern vielleicht schon ein bisschen früher und wirklich eine Struktur sich überlegen, die ganzheitliche Bildung möglich macht. Ja, dann werfe ich mal an dieser Stelle das Stichwort gemeinsame Schulentwicklung und gemeinsame Jugendhilfeplanung zusammendenken in die Waagschale und wollte aber eigentlich noch auf was anderes eingehen, zu dem Thema Kompetenzen. Ich denke, Medienbildung, Medienpädagogik zu verankern in die Ausbildung der Fachkräfte, sowohl für Schule, für die Pädagoginnen, als auch für Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen. Das ist, glaube ich, ein Schritt in die Richtung, zukunftsweisend Kompetenzen in allen Bereichen da zu haben, um damit umzugehen. Ja, also Jugendhilfe würde ich in diesem Themenbereich eigentlich eher als Altenhilfe jetzt mal bezeichnen, weil ich glaube, dass die Erwachsenen am
am ehesten sich mit dem Thema beschäftigen müssen, um zu verstehen, was da überhaupt abgeht, um überhaupt Konzepte zu entwickeln. Also ich glaube, zu verstehen und so auch ein Stück Erwiderung an das, was du, Bernd, gesagt hast, naja, das hat es immer schon mal irgendwie gegeben. Ich glaube, nein, diese Kulturtechnik, die sich jetzt entwickelt, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Diese Verschiedenheit, diese Ausdifferenzierung, diese Unterschiedlichkeit und diese Uneindeutigkeit hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und ich glaube, das ist auch ein Merkmal der jetzigen Zeit. Uneindeutigkeit, Pluralisierung und so weiter, mein Lieblingsbegriff Postmoderne. Ich glaube, dass wir heute aber nicht zu einem einheitlichen Ergebnis kommen können, weil wir uns in dieser Welt, so wie sie ist, befinden. Und zu sagen, wir haben dieses Konzept, das ist richtig, oder das Konzept, das ist richtig, das gibt es heute nicht mehr. Das gab es vielleicht früher mal, aber heute nicht mehr. Und das zu verstehen, ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und das müssen wir als Erwachsene verstehen. Ich glaube, Jugendliche haben das schon viel besser kapiert. Die leben in diesen unterschiedlichen Welten und können damit umgehen. Die brauchen uns Erwachsene in vielen Bereichen nicht mehr, um zu kapieren, was da abläuft. Ja. Mir bleibt jetzt nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken bei den Gästen, die hier in der Mitte sitzen. Dankeschön, dass Sie da waren. Und vielleicht gleich einfach nochmal der Hinweis darauf, dass wir ja sehr, sehr, sehr viel mehr gearbeitet haben und sehr, sehr viel mehr an Ergebnissen, die jetzt diskussionswürdig gewesen wären. Auf die möchte ich gerne nochmal verweisen. Heute zu Beginn der Tagung ist gesagt worden, dass es eine Dokumentation geben wird, auf der auf jeden Fall alle Stichpunkte, die wir heute Nachmittag produziert haben, auch vorkommen, an der man also auf weiteren Tagungen auch weiterarbeiten könnte. Oder die man schriftlich so aufarbeiten könnte, dass sie weiteren Entscheidungsträgerinnen vorgelegt werden. Und die ist dann runterladbar auf den Seiten des Veranstalters. Okay, also herzlichen Dank, dass die Gäste, hier die Podiumsgäste da waren. Und natürlich auch herzlichen Dank, dass die Teilnehmerinnen da waren und sich so sehr wunderbar eingebracht haben. Einen guten Nachhauseweg. Toll, danke. Und ich denke, wir sehen uns auch an anderer Stelle wieder und werden nicht das letzte Mal für uns sprechen. Gibt es jetzt noch ein Veranstalterschlusswort oder sowas? Also vielen Dank an das SFBB hier, weil es war ein wunderschöner Veranstaltungsort, wie ich fand. Es hat alles super geklappt, Versorgung und auch die technische Unterstützung hier. Und deswegen vielen Dank an Adelheid Krämer und ihr Team, besonders auch an Herrn Pump, der jetzt gerade aber nicht mehr da ist, aber der kriegt auch noch eine Blume von uns. Und ich danke ganz besonders auch meinem Team, also dem großen erweiterten Team, also Micha Kudoba, Christian Höppner, Susanne Grunewald, Sebastian Tiede als Gast, der Protokoll geführt hat und dann noch viel Arbeit hat, Christine Ehlert, draußen sitzen Romy Schreiber und ihre Schwester. Ah ja, okay, also die auch die Anmeldung schön gemacht haben für uns und habe ich noch jemanden vergessen? Nee, jetzt gerade aktuell nicht mehr. Also Holger hat noch mitgeholfen, Potzowait gestern beim Aufbau. Christian Richter auch nochmal danke fürs Einspringen an dem Stand. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in der ein oder anderen Fachtagung oder auch einem Event. Wir machen jetzt so schnell keine mehr, glaube ich. Das hat uns ganz schön geschlaucht, aber vielleicht im nächsten Jahr. Also außerdem gibt es ja noch die Netzwerktagung. Die Netzwerktagung dann im Herbst wieder, ne? Ja.
bin gar nicht Veranstalter, aber passt zum Schlusswort, damit wir wirklich nochmal qualifiziert weiter diskutieren können. In diesem Jahr gibt es den zweiten Kongress zur Jugendarbeit und wir hoffen sehr, dass da auch viel über Medienarbeit, Medienkompetenz und Medienpädagogik gesprochen wird. Es wird in den nächsten Tagen ein sogenanntes Call for Paper rausgehen. Also ihr alle werdet da aufgerufen, sinnvolle, gute, erfolgreiche oder auch weniger erfolgreiche Erfahrungen, Projekte, Ideen, Ansätze vorzutragen, zu präsentieren, zur Diskussion zu stellen. Und da schon mal die Ankündigung, guckt in die Infomail des ehemaligen Landesjugendamtes, guckt sonst in die Post. Das wird eine sehr interessante, von euch mitgestaltete Veranstaltung werden. 6. 7. November in Senftenberg. Richtig? 6. 7. ne? Ja. Danke. War der Werbeblock? Ja, dann schönen Hauseweg und alles Gute. Danke.